In diesem Video erfährst du, wie du ein GMX IMAP-Konto am iPhone oder am iPad einrichten kannst, ohne dabei die GMX-App nutzen zu müssen. Um ein GMX IMAP-Konto in iPhone Mail einzurichten, musst du bei der Ersteinrichtung lediglich das Passwort falsch eingeben, um dann in die manuellen Einstellungen zu kommen, um dort IMAP auszuwählen. Folge dazu den hier bebilderten Schritten. Kurze Notiz: Diese Anleitung bezieht sich auf iOS 13. Wenn du ein älteres iOS besitzt, dann schau mal in die Beschreibung. Dort findest du einen Link für ältere iOS. So richtest du ein GMX IMAP-Konto am iPhone ein, Schritt für Schritt. Gehe am iPhone in die Einstellungen. In den Einstellungen gehst du jetzt auf Passwörter und Accounts. Nun auf Account hinzufügen. Dort wählst du Andere. Und dann Mail-Account hinzufügen. Gebe nun deinen Namen, deine GMX-E-Mail-Adresse und ein falsches Passwort ein. Das falsche Passwort stellt sicher, dass das iPhone in die manuellen Server-Einstellungen geht und du hier IMAP-Einstellungen wählen kannst. Gehe nun auf Weiter. Das iPhone wird sich beschweren, dass es keine Verbindung herstellen kann. Gehe auf OK. Stelle nun sicher, dass die manuellen Server-Einstellungen auf imap.gmx.net stehen und gebe jetzt das richtige Passwort für den Account ein. Sollte hier pop.gmx.de stehen, änderst du den Eintrag auf imap.gmx.net. Tippe jetzt auf Weiter und dann Sichern. Der Account ist nun eingerichtet. Wenn du mit dieser Anleitung es nicht schaffen solltest, einen imap.gmx-Account einzubinden, dann hast du wahrscheinlich imap noch nicht im GMX-Account aktiviert. Dann solltest du zumindest in deinem GMX-Profil nachsehen, ob das Benutzen von GMX mit externen Programmen erlaubt ist. Klicke dazu im Reiter E-Mail auf Einstellungen. Wähle POP3 IMAP Abruf aus. Setze das Häkchen neben POP3 und IMAP Zugriff erlauben. Klicke auf Speichern. So, spätestens jetzt müsstest du deinen GMX IMAP Account auf deinem iPhone oder iPad installiert haben. Wenn ich dir mit diesem Video geholfen habe, dann gib mir bitte einen Daumen hoch.